Der Paritätische hat einen Claim. Er heißt: Wir gestalten Gesellschaft. Was bedeutet das? Wer sind wir? Der Paritätische hat fast 900 Mitglieder. Ein Mitglied ist zum Beispiel ein Wohnheim für ältere Menschen, eine Beratungsstelle für Frauen, eine Kindertageseinrichtung oder ein Dienst, der Menschen mit Lernschwierigkeiten eine Assistenz vermittelt. Die Mitglieder sind in ganz Baden-Württemberg verteilt. In Stuttgart gibt es eine Hauptgeschäftsstelle. In Baden-Württemberg gibt es noch weitere 11 regionale Geschäftsstellen. Dort arbeiten Menschen, die die Mitglieder bezahlen. Diese Menschen unterstützen die Mitglieder. Zum Beispiel beraten sie die Mitglieder, vernetzen sie die Mitglieder. Das heißt, sie sorgen dafür, dass sich die Mitglieder kennenlernen. Wir, das sind die Mitglieder des Paritätischen und die Menschen, die sie unterstützen. Was heißt gestalten? Der Paritätische unterstützt benachteiligte Menschen dabei, ihr Leben gut zu gestalten. Benachteiligt heißt, dass die Rahmenbedingungen zum Leben nicht für alle Menschen gleich gut sind. Zum Beispiel können nicht alle Kinder auf eine gute Schule gehen. Es fehlen bezahlbare Wohnungen. Menschen mit dem Rollstuhl können nicht in jedes Gebäude fahren. Frauen bekommen oft weniger Gehalt als Männer. Wir setzen uns für bessere Rahmenbedingungen für benachteiligte Menschen ein. Und wir setzen uns dafür ein, dass unsere Mitglieder genügend Geld haben, um benachteiligte Menschen zu unterstützen. Was heißt Gesellschaft? Eine Gesellschaft besteht aus vielen Menschen, die zusammen leben. Wir vertreten die Interessen von benachteiligten Menschen in der Gesellschaft. Wenn Menschen nicht selbst für sich sprechen können oder wollen, sprechen wir stellvertretend für sie. Wir verstehen uns als Anwalt für benachteiligte Menschen in der Gesellschaft. Wir sprechen mit benachteiligten Menschen darüber, was sie brauchen. Dann sprechen wir mit Politikern und Politikerinnen. Wir nehmen an Sitzungen teil, in denen Gesetze vorbereitet und besprochen werden. Dort erzählen wir, was uns benachteiligte Menschen gesagt haben.